God, Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. In the dead of night, I'll meet you in my sleep. He was shitting himself. That dude owes me. In the morning light, you wake up next to me. Like a dream come true, I'll take you where I roam. And follow you back home. Tja, was machen wir heute Abend noch? Oh. What if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You know, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? Tja, das hoch, voll mit Adrenalin und das ganz ohne Drogen. Hm? Bin ich stolz auf mich? Ja, sehr. Eigentlich eher erleichtert. Hey, komm, nee. Ja, oder? Hey, das war eine gute Leistung. Wir haben uns nur einmal verquatscht. Ja, I feel really awesome. If you told me this morning I'd be this happy tonight. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Na komm, sie bietet uns den Arm an, also nehmen wir ihn auch. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night, let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but like, eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? Ja, warum? Geld wäre vielleicht nicht ganz unwichtig. What about money? I thought you were a high-rolling criminal now. Ja... Hier. Nah, I didn't like being a criminal as much as I thought. You're more of a hero than I think you realize. Oh. I think you're high right now. I'm a no hero. We'll see. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, hush money. Any more questions? Das? How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Natürlich kann ich das. Yeah, I can. That's hot.
In other words, we've got transportation covered. Also ich muss jetzt kurz mal sagen, also gerade gegenüber dem ersten Teil, das Thema Gestik und Mimik ist hier deutlich, deutlich besser. Meistens. In diesem Fall. Also auf jeden Fall, das passte gerade so genau. Hervorragend. Ja, so, das hatten wir noch. I know our parents have been shitty, but we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. Meine Mutter braucht mich, deine Mutter braucht dich. Ja, meine Mutter hat David. Aber ihre Mutter, wenn die erfährt, dass ihr Vater fremdknutscht? Wouldn't it hurt your mom? She doesn't deserve that, right? I don't deserve to live in the middle of my parents' mistakes. Right. Of course you don't. Ja, dann haben wir bloß noch das. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Los Angeles, oder? Ich glaube, sie wollte immer nach Los Angeles. Der erste Teil des Spiels, die offene Straße auf jeden Fall nicht. New York oder Los Angeles? Ich glaube L.A. Why don't you show me L.A.? Perfect. 60 degrees every night, you and me on the Santa Monica Pier, gorging on food truck food, smoking up, looking at the moon shining on the waves. And a beautiful blonde man will sit next to us and smile at you. Yeah, okay. He'll say, I like your eyes. And I'll say, back off. She's with me. You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Ja, so. Und da ist sie, die schwerste Entscheidung in dem Spiel, glaube ich. An der Szene kommt man nicht vorbei. Ja, die Szene kannte ich aus der Episode schon. Man muss sich irgendwann entscheiden. An dieser Stelle, ich weiß nicht, vielleicht verlinke ich es, wenn ich dran denke, als Gronkh in dieser Szene war, Hammer, wie er seine Entscheidung trifft. Für mich ist jetzt die Wahl ein Armband. Ein Armband ist in Life is Strange nachher von daher wichtig, dass Frank Rachels Armband trägt nachher. Es ist dann so ein großer Beweis, das Armband. Aber diesmal, ich gucke hin, dass ich diesmal auch den Knopf drücke, den ich wirklich haben wollte. How about,
So, wo bleiben jetzt die Geigen? Is that convincing enough? Yeah. Jetzt kommen sie. Okay. Holy shit. Right? What is this stuff? I think it's a sign. I think we should leave tonight. Really? If you want to. I'm ready. Let's go sneak some clothes and stuff for my house. For you or for me? I gotta say, my clothes look damn good on you. Cool. Let's do it. And then we'll get the hell out of Arcadia Bay. That sounds perfect. Okay. Ja, und das ist immer schwierig hier in diesem Spiel. Nach so, ja, magischen Momenten muss es dann doch irgendwie weitergehen. Ja, aber Chloe hat ja ein Talent dafür. Oh. Oh, you're home. Ein Talent dafür, die Situation zu retten. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Das war's? Das ist es? Ja. Ah, ich muss weg. Ah, ich hab Nieser in der Nase, verdammt. Ah, der muss weg. So, ich hoffe, es geht weiter. So, das ist es. Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thank you. Chloe, oh. You must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Wir sind eigentlich nur kurz hier, aber das müssen wir ihm ja nicht sagen. Ja, aber nicht hungrig mit Danke, wir haben keinen Hunger. Das lässt sich doch eine Mutter, die gerade gekocht hat, eh nicht. Wir nehmen mal den hier. Thanks, but I was just gonna stop in for a sec and then bounce. Oh, did you have other dinner plans? Dinner plans? I always thought dinner was something that just sort of happens. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner, please? of course. Great. Gerne, natürlich. I just need to wash off, then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber.
Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Ja, aber eil dich bitte. Just hurry back. I don't know how long I can keep this up. Try doing it your whole life. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just some quality time with the Ambers. What could possibly go wrong? Ja, was kann denn da schon schief gehen? Da kann doch gar nichts schief gehen. Halt, wir haben ja eine Nachricht bekommen. Steph, eine neue Nachricht. Ich habe gehört, du warst im Sturm. Ja, irgendwie eine große Sache. Das glaube ich. Alle sagen, die Aufführung war super. Du bekommst heute Medaillen für 2 gute Taten. Mikey geht's gut. Drew wird dich auf dem Laufenden halten. Oh Scheiße, sag den beiden, dass ich sie anfeuere. Okay, sie sind dann also doch nicht so sauer vielleicht auf mich. So, den haben wir verpasst, aber Zeit der Heuchelei. Ja, das muss ja jetzt hier sein. Oh, ich hoffe, ich finde das, ey. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier... Ausgang. Schnell raus, schnell raus. Wir kommen nicht raus. Nein, 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 nein. Wir sind hier gefangen. Oh nein. Oder hier, Ausgang. Hier, Ausgang, Ausgang, Ausgang. Geht nicht raus. Ja, dann... reden wir doch mal mit James. Ob das eine gute Idee ist? Na los, komm. Bisschen Smalltalken. Hiya, Mr. Amber. Hi. Chloe, what can I do for you? Die Aufführung. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Okay. ja, du bist doch der Staatsanwalt hier. So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. So, I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. das ist ja so herrlich entspannt, mit ihm zu reden, ne? Komm, wir fragen mal nach Rachel. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Yeah. Me neither. Okay. Gut, das hätten wir uns... Duty calls. Good chat, Mr. Amp. Mhm. Ja, danke. Okay, Zeitung? They say all news is local. But damn. Feuer wächst trotz Bemühungen aller Behörden. Größtes Feuer in der Geschichte Arcadias verängstigt Anwohner und stellt Autoritäten vor ein Rätsel. Ja, ich würde sagen, da haben wir ganze Arbeit gemacht. Was haben wir hier? Können wir einfach so an den Computer gehen? Doing the play was bad enough without having to read about it afterwards. Hope Mikey's okay, though. Glückwunsch zur wundervollen Besetzung und Crew von Der Sturm. Steph, es tut mir so leid, dass ich nicht da war. Ein Notfall kam dazwischen. Ich liebe euch. Es tut mir so leid, Juliet. Hayden, warum tut es dir leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch? Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Hey Steph, gibt's was Neues von Mikey? Er erholt sich. Das hier ist nicht der richtige Ort für diese Unterhaltung. Texte mir, wenn du reden willst. Okay. How to clear browser history. Followed by a gap for all of yesterday. That's like cheating asshat 101. Poor Rachel. Okay, also er hat hier Arcadia Bay Golf. The Beacon, 40 plus gesunder Lebensstil, Incognito Tab. Wie benutzt man Incognito?
Schön. So, dann hat er hier... Wie löscht man seine Browser-Chronik? Kleine Geschäfte, Nutface. Kleine Geschäfte? Er hat doch keinen Hund, oder? ja, so. Akte. Na los, die gucken wir uns noch an. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. I'm glad I gave him the cash. Damon Merrick, das war der Typ, der auch ewig Kohlen dabei Wetten verloren hat. Relevanter Ort, die Mühle. Eine konvertierte Sägemühle. Club im Norden der Stadt. Verdächtig. Diebstahl, Erpressung, Vertrieb, Körperverletzung, Raubüberfall, Mord. Mord? Ja. Oh Gott, da war es vielleicht ganz gut, dass wir ihn bezahlt haben. Francis Bowers, also Frank Bowers, jawohl. Sheldon Pike. Hm. Sarah Gerhardt, die Tuse, mit der Rachels Vater rumgeknutscht hat. Peter Gillespie, Rodney Thunder Sears. Damon Merrick. Ja, Damon Merrick. Ist irgendwie der Chef von Frank oder ein Kumpel. Vielleicht sind die auch einigermaßen gleichberechtigt, das wissen wir noch nicht, aber ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen eher der Chef von Frank. Und Sarah scheint eine Kundin von Frank zu sein. Und er hat auch Umgang mit ihr. Oh, 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 oh. Und er ist der Staatsanwalt hier. Da könnte man ja glatt auf die Idee kommen, dass er das vielleicht... Vielleicht nutzt er mit der bloß rum, um irgendwie Informationen über ihn hier rauszukriegen? Dass sie vielleicht aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit so labil ist, dass er sie einfach entsprechend benutzen kann, um über sie an... hier Dings ranzukommen? Holy shit. Damon, ich merke mir den Namen That's nie, the guy who attacked Drew. Damon Merrick. Glad Damon I gave him Merrick. The cash. Also er benutzt die Sarah bloß, um an Damon ranzukommen. Gut, das klären wir. Aber in der nächsten Folge. Für heute, ich muss jetzt hier die Aufnahme beenden. Ich muss ins Bett. Ja, das war mal eine echt krasse Folge. Und ja. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ahoi und ciao, ciao.